Guten Tag. Was ist für ein Tag jetzt? Tag 11 und Tag 12. Ich dachte 12 und 13. Nein, Tag 11 und Tag 12. Okay, Tag 11 und 12. Gestern habe ich mir einen Salat selber gemacht mit Linsen, Möhren, Tomaten aus dem Garten, Blumenkohl, Gurke. Und dazu habe ich noch ein paar Bulettis gegessen von Silke, die aus Linsen. Genau. Und dann hatte ich einen schönen Tag gehabt, habe gelesen und habe mich gesonnt im Garten. Die Sonne hat mich gestreichelt und gekitzelt und die Tiere waren bei mir. Das war total schön wieder. Und kein Smoothie getrunken? Doch, ich habe mir einen Smoothie gemacht. Ich habe 1,5 Liter Smoothie allein getrunken. Es war zwar ziemlich verrückt, weil ich den viel zu wenig gemixt habe. Also ich konnte ihn noch essen. Ich habe so ein bisschen Mühe rausgeschmeckt. Da habe ich alles Mögliche reingeklopft, was ich gefunden habe. Also Banane, Grüntruhe, Himbeere, ein bisschen Brokkoli, eine Möhre, Granatapfel, eine Orange. Mhm. So, alles. Ja, musst du dazu sagen, dass du sozusagen gestern auch einen Großteil des Tages alleine zugebracht hast. Das heißt, du deinen ersten Brokkostag so ein bisschen auf dich selber gestellt und hast aber dann alles eigentlich schon ganz gut hingekriegt. So, hast deinen Smoothie halt gemacht, du hast deinen Salat gemacht. Und wie sieht es eigentlich aus mit dem Gewicht? Du hast dich doch am Anfang mal gewogen. Hast du dich mittlerweile mal wieder gewogen? Nein, ich habe mich doch ich wiege 52,9 ist der letzte Stand. Okay, also hat sich... 52,8 meine ich. Also hat sich ein bisschen stabilisiert quasi, also... Aber ich habe meine Tage jetzt bekommen. Ich habe seit gestern meine Tage bekommen und das heißt eigentlich ja, dass man aufgequollener ist wegen Wasserablagerung und so und das ist jetzt irgendwie anscheinend nicht bei mir. Okay. Also ich habe zwar ein kleines Bäuchlein, aber irgendwie... Und heute auch wieder Smoothie getrunken zum Frühstück oder was war heute? Nee, heute wurde ich rausgeschmissen und... dann war ich, oh weia, ich das jetzt aber nicht, also eigentlich habe ich die Challenge nicht gewonnen, weil ich heute einen Kaffee getrunken habe, einen schwarzen und einen Orangensaft, aber ich musste ja rausgehen. Ja, ja. Und dann habe ich Bananen gegessen und Müsli und dann bin ich hungrig wie ein Wolf wieder, hat man sich getroffen und dann habe ich erstmal den Rest von gestern gegessen, weil dann, das sind jetzt schon 3 Tage eigentlich und nicht 2, ne, ich sehe jetzt nicht mehr durch, egal. Ja, gestern haben wir nämlich Zucchini-Nudeln gemacht mit einer Pilzsoße. Die waren sehr lecker, muss ich sagen. Ich stehe total auf diese Nudelsachen. Also es gibt ja diese Gurken-Spaghetti und die Zucchini-Spaghetti. Und welche von beiden schmecken dir besser? Naja, kann ich eigentlich nicht so direkt sagen. Ich finde irgendwie beide toll auf ihre Art halt. Muss man halt gucken, ob man es halt eher so ganz früchtig und saftig möchte oder ob man es eher so ein bisschen einschleimend möchte, ich weiß es nicht, weil ich glaube, die Zucchini nehmen mehr Soße auf und dadurch ist es vielleicht nicht ganz so wässrig quasi halt. Keine Ahnung. Und dazu gab es noch einen leckeren Salat, den hat er gemacht aus Roggen und so und mit ganz viel Zeug drin und es war sehr lecker. Eingeweichte Roggen halt, weil das für die Sättigung, das schmeckt so ungefähr wie Naturreis, einfach Roggen über 2-3 Tage in kaltem Wasser einweichen und ja, dann einfach einen Salat mit reingeben und dann wird der Salat an sich sättigender. Ja, Stuhlgang, irgendwas Besonderes zu vermelden bei der Rohkost? Ja, ich hatte zwischen dünn und so, es will zwar irgendwie was raus, aber so richtig raus wollte es dann doch nicht. Also Verstopfung oder was? Nee, Verstopfung würde ich jetzt nicht sagen. Ja, öfters halt, ne? Also jetzt nicht nur einmal am Tag, ist eher selten, aber ja. Was machen die Kopfschmerzen? Das war ja von Anfang an eigentlich immer ein Thema. Ja, na, die Kopfschmerzen sind, bleiben. Sie sind teilweise sehr, sehr stark, deswegen meditiere ich sehr viel und sehr oft, also zwischen 3 und 5 Meditationen mache ich am Tag. Und ja, das brauche ich anscheinend. Okay. Ja, aber ich denke, durch meine Tage wird sich das jetzt so ein bisschen, also es hat sich jetzt so ein bisschen entspannt, aber auf der anderen Seite merke ich, sobald ich ins Denken gehe oder irgendwelche Sachen grübel, dann habe ich sofort wieder einen ganz starken Druck irgendwie drauf. Ne? Mhm. Also eigentlich darf ich nicht an irgendwas denken, sondern einfach nur wirklich sein. Mhm. Und dann geht es mir eigentlich recht gut, wenn ich im Sein bin. Okay, dann die letzten 2 Tage jetzt noch einen Angriff nehmen und dann Resümee. Ja, gut. Rohkost. Na dann. Veganer. Tschüss.